Moin Leute, what's pumping, man? Den größten Fehler, den ihr machen könnt, wenn ihr mit eurem Hund was machen wollt. Erstmal weiße Schuhe anziehen und eine helle Klamotte. Aber jetzt kommt der Clou des Ganzen. Diese Schuhe müssen sowieso in die Waschmaschine, genauso wie diese Hose hier. Denn diesen weißen Anzug, den habe ich schon gefühlt 3-4 Tage an. Also wird mal Zeit, dass er in die Wäsche kommt. So, das ist mein Schäferhund Kenny. Das Problem ist, was wir gerade haben. Kenny und ich, wir können nicht Gassi gehen. Ich bin immer noch unter Quarantäne, 2 Tage muss ich noch. Und wenn ich jetzt mit ihm rausgehe, muss ich nach meinem Wissen nach über 25.000 Euro, glaube ich, bezahlen. Na, was hast du wieder gesehen? Bist du triebig, ja, hast du Bock. Und deswegen müssen wir hier die ganze Zeit was im Garten machen. Denn wenn ich hier draußen spazieren gehe, ich gehe sehr gerne mit ihm spazieren, mal so eine Stunde schön Gassi. Da kann mein Körper schön die Schritte sammeln. Und er ist dann auch zufrieden. Aber jetzt haben wir hier gerade im Knast Freigang. So fühlt sich das gerade an. Jetzt gehen wir mal hier ein bisschen spazieren. Da muss er mir folgen. Fuß. Und ab. Und dann darf er die Frisbee fangen. Ah, fast. Verflixt und zugenäht. So, jetzt lasse ich ihn erstmal die Beute gerade zu Anfang. Da ist er immer so heiß drauf und so dezent unkontrolliert, weil er sich einfach mega freut. Jetzt lasse ich ihn erstmal auslaufen. Soll er sich da auf seine Beute freuen? Guck ihn dir an. Nein, guck mal. Bring her. So ist fein. Hier, komm her. Fein und aus. Und ab. Und dann darf er die nächste. Können wir mal tauschen und soll er auch nicht. Gefangen. Super. Komm, den nächsten. Und aus. Gut. Und zack. So das Gefühl, dass er nicht gleich hier seine... sehr gut. Beute halt abgibt. So macht er immer einen Tausch und so kann man ihm das auch gut beibringen. Macht er auch sogar vielleicht eventuell jetzt schon von alleine. Ja, hier. Na, nee, du musst du schon herbringen. Faule Mistsau, du. Gut. Und ab. Ja. Sehr gut. Und jetzt tauschen wir, ohne was zu sagen. Komm her. Fein. Und ab. Aus. Gut. Und ab. Haha. Aus. Der kriegt, guck mal, jetzt hängt die am Maul fest. Warte. Aus. Ja, fein. Und zack. So, jetzt habe ich ihn da erstmal Platz machen lassen. Jetzt merkt man auch so, der erste Dampf, diese Ultra-Freude und so, die ist jetzt erstmal weg. Jetzt ist er so ein bisschen kontrollierter unterwegs. Kenny, Fuß. Platz. Und ich lasse ihn noch mal extra Platz machen, so dass er sich auch dann so entspannen kann. Bleib. So, jetzt rede ich mal so ganz leise. Also, komm her. Und ab. Fein. Ja, super. Und er trinkt da hinten in meiner Ecke lieber das süffige Fetzenwasser, obwohl er da hinten seinen sauberen Napf stehen hat. So, und dann testen wir es jetzt mal, dass er auch mal so loslässt. Kenny, pack. Und aus. Gut. Super. Und dann oben und dann ihnen seine Beute wiedergeben, weil er es ja gut gemacht hat. Und jetzt gehen wir sein Siffwasser trinken, oder? Ah, doch nicht, okay. Hier seine Spur hier. Sein Trampelfahrt. Oh, jetzt habe ich ein bisschen zu weit geworfen. Und zwar ist das Ding in die Hecke reingeflogen und ich glaube auch zum Nachbarn. Aber vielleicht ist er noch drüben. Da hinten ist der Gärtner. Ah, ich sehe den Gärtner. Moin, entschuldigen Sie? Können Sie mir einmal die Frisbee-Scheibe geben? Ja, war. Super, Dankeschön. Und pack. Ja, feini, hast du dir verdient. Ja. Guck mal, das sind auch tolle Nachbarn, ja? Kenne auch von früher, die haben gemeckert ohne Ende und der war, kein Problem. So, mal hier, dezentes Feedback. Hände sind eingesaut, Hose ist auch eingesaut. Oh, die Schuhe können sie auch so sehen lassen. So, jetzt will ich mal was testen, von weiter weg. Aus. Gut, und ab. Zack, ich sag euch so, wie das ist. Kenny ist ein Typ, egal was du ihm sagst, er macht es so lange, bis du es nicht mehr sagst. Er macht alles für dich. Deswegen muss man auch mal sagen, so, ey, Digi, mach jetzt mal ein bisschen Pause und entspann dich mal ein bisschen. So sehe ich das Ganze. Manchmal fängt er, manchmal nicht. Und da ich ja eh schon eingesaut bin, mach das jetzt auch nicht mehr die Kuh fett hier. So, dann habe ich ihnen Folgendes beigebracht, dann lege ich Sven und wenn dann so Ende ist, dann, Kenny, Schluss. Siehst du, dann verpieselt er sich und weiß, wir spielen nicht mehr. Jetzt denken sie, wie kann man ihnen das denn beibringen? Das ist ganz einfach. Immer nach jedem Spiel, wenn noch wirklich zu Ende ist, machst du
Schluss. Und irgendwann prägt sie so ein, da weißt du, okay, jetzt ist vorbei. Du machst das, keine Ahnung, 10, 20, 50 Mal. Und irgendwann weißt du, ah, der Alter hat Schluss gesagt, okay, jetzt ist vorbei. Dann verpieselt er sich, weil dann weißt du, okay, hier ist nichts mehr zu holen. Ich habe einfach so gelernt, so, du musst es einfach nur wiederholen und wiederholen und ständig wiederholen. Der eine Hund kriegt das voll schnell gebacken, bei dem einen dauert es ein bisschen und bei dem anderen dauert es sehr lange. Aber irgendwann wird es schon funktionieren. Man muss nur Geduld haben und man darf nicht frustrieren. Und du darfst die Frustration auch nicht dem Hund gegenüber rauslassen, dass er dann so genervt ist. Ja, bist du bescheuert, kriegst du nicht gebacken oder was? So, das darf halt natürlich nicht passieren, weil eigentlich ist es nicht seine Aufgabe, so gefühlt. Er ist halt ein Hund und ist wie bei den Menschen. Der eine ist eher so der Couch-Potato, der eine ist voll triebig und hat Bock, was zu machen. Gibt solche und solche, so wie bei uns Menschen ist es auch. Bei uns Hunden, wollte ich gerade sagen. Bei den Hunden natürlich, meinte ich. Was ist hier los? Ich bin nicht bei so einer Einbahn. Oh, macht der Krabbelkurs-Action hier? Da. Ja? Bist du ganz oben drauf? Da. Ja? Ganz oben drauf? Da. 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 Ja. Die ist richtig so eine Action-Braut, sagt Mina immer. Kleiner Pitbull. Er ist da hinten auch wieder auf Sendung, hat was gehört. Ich sage, er ist nicht tot zu kriegen. Sag mal, Papa. Papa. Bist du bei den Meeren? Ja. Und Skylar spielt Roblox mit ihrer Freundin, dann ist sie auch unter Quarantäne. Ja, so wie wir Teamspeak machen, so machen wir es über Handy und iPad. Folgendes machen, Werkzeug muss auch wieder sauber sein. Was? Was ist los? Ich bin. Was? Ich bin hier. Oh, willst du zu Papa? Ja. Ist echt buff. Guck mal, die kriegt richtig so einen Irokesenschnitt, seht ihr das? Irokesenfrisur. Kleiner Punker, du. Mal gucken, ob sie mich gleich wieder ruft. Pass auf. Ja, doch nicht. Bin wohl doch nicht so ein cooler Vater, wie ich dachte. Das ist übrigens das Oberteil zu dem. Und da habe ich heute Morgen richtig mit dem Kaffee rumgepeddert. Leute, der Bitcoin ist jetzt genau auf 48.241,01 €. Ihr wisst ja, bei SmartDogs verlosen wir aufgrund des Birthdays her, jetzt haben wir auch noch den offiziellen Black Friday, verlosen wir pro Einkauf einen Bitcoin. Und ihr habt ja gesehen, ich habe ja letztens viel über die Jacken gesprochen und in meiner Insta-Story hatte ich gestern erwähnt, wer gestern bestellt, bekommt eine Überraschung und die Überraschung kann ich jetzt offiziell kommunizieren. Bei SmileWorks, weil heute der offizielle Black Friday ist, gibt es mit dem Code FLYING 60% auf alle Produkte. Und da schon vieles eh reduziert ist, kommt es teilweise bis auf jetzt 90%. Also schnappt euch den Bitcoin. Und wer Bock auf einen gratis Tanktop hat, Leute, das ist das hier. Hier steht es auch drauf, Neosubs Black Edition. Gibt es jetzt gratis bei Neosubs mit dem Code FLYING, spart ihr nochmal 25%. Das nochmal kurz Werbung in eigener Sache. Und jetzt kommen wir zum Thema Kenny nochmal. Wir hatten damals, das ist schon ein paar Monate her jetzt, hatte ich mal ein Video mit Kenny gemacht, wo ich ihn trainiere und so weiter. Und da hatten wir auch das Thema so, schreibt in die Kommentare rein, was ich Kenny beibringen soll. So kann man eventuell mit der Community da draußen zusammenarbeiten. Das heißt, wir fangen erstmal simpel an mit einem Trick, den Kenny jetzt nicht kann. Und Stück für Stück üben wir das Ganze. Und das Ganze wird natürlich dann mit in den Daily Vlogs mit drin sein. Also dürft ihr hier jetzt nochmal in die Kommentare reinbuttern, was Kenny als nächstes lernen soll. Und dann versuchen wir das Ganze. Und das Gute ist, auch wenn ich jetzt keine Quarantäne hätte, kann ich die Zeit auch dafür nutzen. Hier schreibt noch einer in den Kommentaren rein. Uwe, ich feiere, dass du den Bart so stabil werden lassen willst. Naja, ich weiß nicht, ob das für mich noch so cool ist, weil ich muss sagen, okay, langsam hat man sich jetzt dran gewöhnt. Das Jucken hat so, ist ein bisschen weniger geworden. Es hat echt zu Anfang überall gejuckt. Jetzt ist halt auch das Ziel, auch erstmal hier oben nicht mehr zu rasieren, dass er dann nämlich wieder schön auf 1 mm kann. Das ist jetzt eigentlich mein Plan und dann auch weiter höher geht und dann die Kante hier wesentlich höher ansetzt. Das ist jetzt so der erste Gedanke. Einige haben auch von euch geschrieben, Uwe, schreib mal hier, mach das mal hier kürzer und dann unten länger. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, je mehr Bart man hat, je runder sieht man im Gesicht aus und das gefällt mir überhaupt nicht. Ich mag das so eher markant und schnittig. Und hier fragt er, Gute, spielst du aktuell noch dein E-Piano? Wäre schade, falls du es aufgegeben hast. War immer schön im Vlog deine Fortschritte zu sehen. Da muss ich leider zugeben, ihr wisst, ich bin ehrgeiziger Typ. Ab und zu klimper ich da noch, aber ich bin da gar nicht mehr so drinne. Zudem ist jetzt auch noch Halo Infinite rausgekommen. Und dann muss ich noch trainieren und meine Firma und meine Familie. Was soll ich als erstes machen? Das ist halt das Ding, Leute. Man muss Kompromisse machen. Und gerade übernimmt Halo mein Leben. Und dieser Kommentar interessiert mich auch übelst von Johnny Mann. Mehr Videos fühlt sich echt an wie früher. Einfach entspannt nach der Arbeit was essen und Uwe-Vlog reinziehen. Das ist auch so ein Kommentar, den habe ich schon öfter in den Nachrichten oder auch in den YouTube-Videos gelesen. Uwe, cool, die Videos sind wieder wie früher. Aber was hat sich denn geändert zu den letzten Flying-Uwe-Videos?
und zu den Videos, wie ich hier einfach mein Leben vlogge. Ja, das kann mal mehr Familienleben sein, das kann auch wiederum voll mein Businessleben sein im Büro. Wiederum kann das auch mein Alltag auf Reisen sein, was ja wiederum auch Business ist oder wenn man viel unterwegs ist. Aber warum ist das jetzt so ein Unterschied im Gegensatz zu den Flying Uwe Videos, die jetzt in den letzten Monaten stattgefunden hat? Gebt mir da mal echt Feedback, würde mich mal interessieren, wie da eure Sicht der Dinge ist. Und hier fragt der gute Daniel, kann man bei der Teddyjacke dann auch den Code Flying nutzen? Der Code Flying gilt bei allen Firmen, wo ihr mich unterstützen könnt. Smilodogs, Foods Best oder Neosubs oder auch Empogy. Und natürlich auch bei dieser Teddyjacke, wo ihr einfach den Code Flying eingibt und spart 60%. Und wo ich gerade eure Kommentare lese, fällt mir gerade ein, ich muss ja noch den Beutel verlosen. Digga, da macht's ja richtig Bing, das dürfen wir nicht vergessen. Falls ihr euch erinnern könnt, den klassischen Boots-Beutel von damals, wo ich meine alten Trainingskopfhörer reingemacht habe und die Boots-Weste sogar. Aber das machen wir alles in dem nächsten Video. Hier schreibt einer, geiler Vlog, schade, diesmal kein Furz. Ja, da ich auch wieder dezent im Kaloriendefizit bin, kommt momentan einfach nichts raus, Digga. In diesem Sinne, meine lieben Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen, danke für euren Support, wer den Kanal für Daily Vlogs noch nicht abonniert hat. Tut es jetzt, Daumen nach oben, euer Feedback in den Kommentaren, vor allem was soll Kenny jetzt als nächstes lernen und nutzt die Black Friday Aktion, Leute, 60% bei Smilodogs und bei Neosubs 25% plus gratis Tanktop und in der Videobeschreibung erwartet euch noch mehr coole Rabatte von meinen anderen Firmen. In diesem Sinne, haut rein und ciao.